Hier hinter diesen Gittern sitzen Mutter Agnieszka und Tochter Olivia und können zum ersten Mal seit dem grausamen Mord an Bruder Nikolas miteinander sprechen. Denn wegen Corona ist kein Besuch während der 6-monatigen U-Haft möglich. Wir treffen die gezeichnete Mutter am Morgen bei ihr zu Hause. In wenigen Stunden wird sie die Mörderin ihres Sohnes sehen, ihre Tochter. Ich habe diese Kette gemacht, als ich in der Therapie war. Da steht Love Olivia. Ich liebe dich, Olivia. Eine gleiche Kette habe ich auch für Nikolas gemacht. Trotz allem liebe ich Olivia und Nikolas so sehr. Das habe ich aus dem Herzen gemacht, aus Liebe zu meinen Kindern. Agnieszka packt ein Päckchen für Olivia. Neben der Kette finden ein Impfpass, Schulbücher und Spielkarten Platz. Geschlafen hat sie relativ normal, zumindest sagt sie uns das. Wie es ihr wirklich geht, es lässt sich nur erahnen. Ich bin ein bisschen gestresst, freue mich aber, dass ich sie endlich sehe und wir uns in Ruhe unterhalten können und ich sie endlich wieder in den Arm nehmen kann. Was ist passiert? 28 Mal sticht Teenager Olivia auf ihren schlafenden Halbbruder Nikolas. Er wird nur 3 Jahre alt. Der unfassbare Grund? Geschwisterrivalität. Wir sind mit Mutter Agnieszka im Auto. 2 Stunden wird die Fahrt von Detmold zur JVA Iserlohn dauern. Die Liebe zu Olivia, ob man es glauben mag oder nicht, sie ist noch da. Ich weiß nicht, wie sich Olivia verhalten wird, aber ich denke, dass alles gut werden wird. Wenn wir telefonieren, ist sie friedlich, wir haben guten Kontakt zusammen. Ich denke, dass es gut wird, das erste Wiedersehen. Dann der große Moment. Wir müssen mit unserer Kamera jetzt draußen bleiben. Mehrfach soll sich Olivia entschuldigt haben und über die Tat haben die beiden nicht gesprochen. Ich verzeihe Olivia. Ich werde auf sie warten und ich werde sie bei allem unterstützen. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nicht wegstoßen werde. Trotz allem, was passiert ist, sie ist und wird immer meine Tochter bleiben. Ich werde auf sie warten.